10 Seiten folgen. Fest genommen wohl in einem Monat. So. So. Stell dir vor, du bekommst einen Praktikumsplatz. Oder gleich auch einen fixen Job. Und so für Ö3, du könntest dann bei deiner Wahl sitzen. Gibt es ein Projekt, das dich besonders interessiert? Schreibe dieses Projekt und nenne auch eine Begründung. Und nenne auch eine Begründung, warum du dieses Projekt gewählt hast. Naja, also das Projekt, es habe ich schon einige Mal schon erwähnt, die Idee für eine Jahr. Das mit der blauen, roten und drei Runde, die mit, also die blaue mit rote Schrift für Tierringe, wo man statt Handys und Akku-Geräte dann alte kaputte Kopfhörer und leere kaputte Batterien einwerfen kann. Ja, für Tierringe. Zum Beispiel für Pfoten. Ja, oder auch der eine bisschen. Ja, auf jeden Fall. Und sonstige weitere Projekte. Nimm den einen Ö3-Weihnachtswunder, nimm dann zweites und damit dann zum doppelten Ö3-Weihnachtswunder machen. Nicht das in dem für Lied, ein Öl ist ins Dunkel. Eben eins für vier Pfoten, für Tierin oder für Pfoten, ebenfalls dann für Pfoten oder ein gut ein bisschen. Zum Beispiel. Ja, so deshalb, weil es ist auch sehr, sehr wichtig und wertvoll und sinnvoll. Genau, sehr wohl auch genauso zu Weihnachten, wie die Weihnachten der Schwester liefern, des Friedens für alle Lebewesen und Fairness, unabhängig von Altersgruppe, Geschichte oder so. Ja. Auf jeden Fall. Ja, und die Begründung eben, weil das auch sehr, sehr wichtig ist. Das, weil es sinnvoll ist, sowohl so als auch genauso zu Weihnachten und durch den Jesus. Weihnachten ist beste Liebe und das wünsch für alle Lebewesen auf Erden, oder? Und abhängig von Altersgruppe, Geschlecht oder sonstiges etc. Deswegen, ja, bitte. Sonstiges Projekt war ein Projekt, bei dem es unterstützt wird, dass für Schwerkranke, also die durch Krankheit, verschiedene Krankheiten heilen müssen oder sonstige finanzielle Schwierigkeiten nicht so die Möglichkeit haben, sich ihre persönlichen Herzenswünsche zu erfüllen. In dem Fall war ganz hauptsächlich und ganz besonders für Erwachsene und Teenager ab einem gewissen Alter. Also Herzenswunscherfüllungsstiftung für Teenager ab einem gewissen Alter und Erwachsene. Ganz besonders für die, weil für das andere gibt es schon. Und weil sie ein bisschen Altersgruppe zu tun haben, ob man Herzenswunsch hat oder nicht.
Stream seit wo und auch ob da genauso geholfen werden darf oder nicht. Ist genauso was ganz Normales und darf man genauso als erwachsene Twitter genauso die Herzenswünsche haben und sich verraten, wenn man halt sehr viel verbraucht ist und auch wenn man halt finanzielle Schwierigkeiten oder so hat, dass man sich dagegen und in Gesundheit das ist nicht, dass man sich da genauso viel unterstützt und das ist da in solchen Alter genauso normal. Und darf man genauso haben. Das ist trotzdem genauso was ganz Normales und so. Auch in solchen Alter. Genauso Herzenswünsche. Entsprechende Hilfe ist zu haben. Auch genauso in solchen Alter Herzenswünsche zu haben. Und sie erfüllen zu dürfen und sich entsprechende Hilfe erwarten zu dürfen. Der liebe Help von Friends. Auch so. Genauso erwarten zu dürfen. In solchen Alter genauso ganz normal und gut und wichtig und wertvoll. Deswegen. Und in der Programmgestaltung, sondern auch über drei Archiv, um nur ein Beispiel zu nennen. Weißt du auch an dieser Tätigkeit interessiert? Selbstverständlich kann man auch hier erst journalistische Erfahrungen sammeln. Und die Abläufe sind das Kennenlernen. Ja, aber du hast auch sehr interessant. Also der Bereich, also Musikredaktion, Programmgestaltung, also das mit Geschichte gibt es. Vielleicht ein bisschen mit der Comedy. Ja. Ja, das war's. Aber ganz besonders mit der Musikredaktion. Was mir in der Wellness-Redaktion mit dem Wellness gehen, für welche die auch nehmen, was das bitte sein muss, was hasse. Und dann habe ich das und was für eine Backe-Redaktion mit Rezeptions, für das bitte sich auseinandersetzt. Und weil das war auch keine schlechte Idee, etwas, wo man dann regelmäßig jedem Mitarbeiter so eine persönliche Rezept-Ideen reinstellen kann. In dem Platz, wo jeder betreibende Mitarbeiter seine persönlichen Rezeptideen, Koch- und Backrezepte oder für Säfte und Chips und Smoothies oder Soßen auch so, präsentieren kann und vorstellen kann und dass das dann zum Beispiel regelmäßig auf der Ö3-Homepage dann auch präsentiert wird. Weil die Ö3-Homepage war diese dann für die Ö3-Hörer und Hörerin. Also eine spezielle Plattform, wo es dann auch als Mitarbeiter so was präsentieren kann. So ein bisschen. Das ist auch gar keine schlechte Idee, nicht? Dann wenn die Idee Fruchten haben ganz schön gute Frucht. Wunderbar. Gute Schmackkast. Heidelbeeren. 50er Heidelbeeren. Nicht? 70er Hand oder 70er Melisse, 60er Blumen oder 80er Himbeeren oder 90er Bananen oder auch 2000er Bomben. Ich bin ein Antwort. Es steht so, wollte ich das mitleiden? Das
funktioniert, damit du mich jetzt nicht losfinden konntest. The fountain, the shadow of the forest, the shimmer of the moon. Stay unbelieving at the last unicorn. The first breath of winter. Look to the moon. The moon is rising. Seems like all this time it grew. It's a world to mourn. There's distance in the laughter of the last
The last unicorn, I'm alive, I'm alive. Takes me to her full house in the Heiligstädter Lande. Your full house. Happens to school for see here. Please here. Here's hat er euch ein Zwiebel? Da hat er das angefangen. In den 80ern. In den 80ern dann auch. Papa. Papa. Everywhere you go, it's a hard, hard feeling too. Everywhere you go, it's a hard. Katzenfreunde und Katzen, Adoptiveltern, bringt seine witzigen, vierbeinigen Lieblinge in Sicherheit. Weil sonst gibt es Katzenschnitzel und. Jetzt kommt.
Yeah.
Ha, ha, ha.